Hi Leute, wie ich ja schon in meinem letzten Video erwähnt habe, drehe ich jetzt einen kleinen DM-Haul für euch. Ich habe nur verschönernde Kosmetik gekauft, also nur Make-up und ja, hauptsächlich alles aus der Sortimentsumstellung von Essence und Catrice, wobei nicht alles. Da sind auch ein paar Sachen dabei, die nicht von Catrice oder Essence sind und auch nicht aus einer Sortimentsumstellung. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an mit einem Produkt, was nichts mit Essence und Catrice zu tun hat. Und zwar ist das von Max Factor. Ich trage es heute auch und zwar ist es eine Foundation. Die ist neu, die ist also niegelnagelneu. Und zwar ist es die Max Factor Miracle Match Foundation. Ich habe sie in der Farbe Light Ivory. Und ja, ich habe sie, wie gesagt, heute das erste Mal drauf und kann euch ja so ein kleines bisschen First Impression mäßig sagen, wie ich es finde. Erstmal, was sie können soll. Sie hat eine mittlere Deckkraft, würde ich sagen, leichte bis mittlere, aber mittlere passt schon ganz gut, würde ich sagen. Sie soll Color Adapting sein, also das bedeutet, dass sie sich der Hautfarbe anpassen soll. Natürlich nicht komplett, wenn ihr jetzt irgendwie eine ganz dunkle Foundation habt, wird das zur hellen Haut natürlich nicht passen. Aber wenn ihr ungefähr die Farbe habt, die eurem Ton entspricht, soll sich das halt anpassen, weil sie durch bestimmte Partikel eben die Haut noch durchscheinen lassen soll und demnach soll das sich besser anpassen. Sie hat auch Schimmerpartikel drin, dass man einen schönen Glow hat, allerdings keine Glitzerpartikel oder sowas, zumindest habe ich das noch nicht gesehen. Muss aber natürlich noch länger testen. Und sie ist auch sehr feuchtigkeitsspendend. Sie hat Vitamin E und Vitamin B, wenn ich mich nicht täusche, drin. Aber nagelt mich darauf nicht fest. Demnach ist das sehr, sehr gut für trockene Haut. Und ja, wie gesagt, First Impression mäßig, mir gefällt das Finish richtig, richtig gut. Es hat wirklich einen tollen, einen tollen Glow. Es hört sich immer so blöd an, aber es ist einfach so. Sie ist nicht, also die Foundation ist nicht matt, sie ist aber auch nicht irgendwie speckig oder sowas. Sie hat ein wirklich sehr, sehr schönes Finish. Nur, ich habe ein bisschen Angst, dass sie oxidiert. Also ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Die Farbe sieht ja wirklich sehr, sehr schön hell aus und passt eigentlich perfekt zu meiner Haut. Man muss natürlich dazu sagen, ich habe auch abgepudert. Ich muss das mal beobachten, ob sie wirklich oxidiert oder nicht, werden wir sehen. Wenn nicht, könnte das tatsächlich eine neue Lieblingsfoundation werden. Die hat um die 13 Euro gekostet, also nicht ganz günstig und ich meine, in Deutschland sind 6 Farbnuancen erhältlich. Das nächste Produkt kommt nicht von DM, fällt mir gerade ein, aber ich möchte es jetzt trotzdem in dem Video zeigen, weil, ja, einfach weil ich es euch zeigen möchte. Und zwar ist das dieses Mascara-Duo-Teil hier. Und zwar ist das einmal die Essence Isle of Extreme Volume Mascara und dann einmal die Waterproof-Version davon. Und zwar ist das hier Kauf 1, 1 gratis, also das heißt, du kaufst diese blaue Version und die kriegst du halt gratis. Und das Tolle ist, ich habe die bei Rossmann gekauft und diese Woche ist ja 30% auf Mascara, Kajal, Eyeliner und Lidschatten. Ich habe für diese zwei Mascaras 1,92 bezahlt. Wegen der 30% und weil eine umsonst ist. Ich meine, zwei Mascaras für 1,92, ja, wer soll da meckern? Die schwarze Version habe ich schon gehabt, mochte sie sehr, sehr gerne. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf die wasserfeste Version. Dann ein neues Produkt von Catrice, auch aus der Sortimentsumstellung. Und zwar dieser Concealer hier. Der Liquid Camouflage High Coverage Concealer. In der Farbe natürlich die hellste Nuance, wie immer. Aber wie heißt die Farbe? Moment. Hier steht nur 010. Ein Farbnamen finde ich jetzt nicht. Auf jeden Fall die hellste Farbe, die 010. Ich bin sehr gespannt. Ich habe den Concealer noch überhaupt nicht getestet, nicht mal hier geswatcht, außer im Laden natürlich. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie der so sein wird. Wenn ihr den schon ausprobiert habt, dann schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Von der Farbe her sieht er wirklich schön hell aus, also scheint gut zu passen. Ich hoffe, dass er auch wirklich High Coverage ist. Dann habe ich noch zwei Produkte von Catrice gekauft, auch aus der Sortimentsumstellung. Und zwar sind das zwei Blushes. Wie soll es anders sein? Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin blushsüchtig. Und zwar ist das ein neuer von den Defining Blushes. Und zwar in der Farbe 110 Legend Berry. Und wie der Name schon vermuten lässt, ist das ein wunderschöner, bäriger Pinkton. Er hat ein seidiges Finish, würde ich sagen. Einmal habe ich ihn auch schon getragen und ich muss dazu sagen, die Defining Blushes sind super. Ich habe da sehr, 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 sehr viele von und kann die euch nur wärmstens empfehlen. Und die Farbe gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann einer von diesen Multi-Matte Blushes in dieser dunkleren Nuance, die heißt 020 La Lavender. Und das ist auch so ein,
ja, ich würde sagen Rosenholz. Also hier ist eher so ein Rosenholzton. Da geht es eher so ins bärig-rötliche, würde ich sagen. Habe ich auch schon einmal getragen und finde den Effekt auch sehr, sehr schön. Es ist wirklich schön matt. Man hat trotzdem aber irgendwie eine schöne Dimension durch die verschiedenen Farben. Und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Pigmentierung ist auch super. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Also sehr, sehr schönes Produkt. So, dann kommen wir jetzt zu den Essensprodukten, die ich gekauft habe. Das erste ist einer von diesen Liquid Lipsticks in der Farbe 04 Show Off. Also so ein richtig schönes Erdbeerrot, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ich bin sehr gespannt, wie der sein wird. Er ist ja mit so einem ganz normalen Applikator. Und ja, ich hoffe, dass die gut deckend sind. Wie gesagt, keine Ahnung. Übrigens, wenn ihr wollt, kann ich mal so eine DM-Haul-Review machen von diesem DM-Haul. Schreibt mir das in die Kommentare, dann mache ich das sehr gerne. Dann kann ich euch meine Meinung zu all diesen Produkten sagen. Aber ja, ich finde die Farben, die es gibt, sehr, sehr schön. Und die hat mich am meisten angesprochen. Deshalb, ich bin sehr, sehr gespannt. Dann habe ich noch ein Lippenprodukt gekauft. Und zwar aus einer Essence LE. Und zwar aus der Urbanized. Dieses, ja, wie nennt man das denn hier? Eine Lip Cream, genau. Ich finde, das erinnert mich total an diese OCC Lip Tarts. Also wenn ihr amerikanische YouTuber guckt, dann kennt ihr die Dinger. Die gibt es ja in allen möglichen Farben und sind genau in so einer Tube drin. Ich habe die Farbe 02 Turn Heads Baby. Und das ist auch ein ziemlich schönes Erdbeerrot. Ich kann es eigentlich nicht anders beschreiben. Das ist wirklich ein schönes Erdbeerrot. Dazu gibt es auch so einen kleinen Lippenpinsel. Finde ich auch richtig süß. Ich habe zwar genug Lippenpinsel, aber generell finde ich das eine tolle Idee. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, ob die schön sind. Das wäre ja doch mal eine Idee, wenn die toll sind, dass die dann irgendwann ins Standardsortiment übernommen werden. Dann habe ich natürlich auch einen neuen Blush von Essence gekauft. Ich weiß, es ist schlimm mit mir und den Blushes, aber es ist einfach so. Und zwar dieser Matte Touch Blush in der Farbe 20 Bury Me Up. Ich finde ehrlich gesagt, dass der gar nicht so bärig ausschaut. Ich finde, er schaut mehr so, ich weiß nicht, eher rötlich aus. Wie so ein ganz helles, ich weiß nicht, so schwer zu beschreiben. So ein, auf jeden Fall ein rötlicher Ton. Ich weiß nicht, sagt mir mal, wie ihr diese Farbe bezeichnet. Auf jeden Fall würde ich nicht sagen, dass es ein Bärenton ist. Habe ich noch nicht ausprobiert, diesen Blush. Deswegen, ja, bin ich sehr gespannt, wie der so pigmentiert ist und wie der sich so auftragen lässt und so weiter und so fort. Bei matten Blushes kann das ja mal sein, dass die so ein bisschen fleckig oder so werden. Ich hoffe, dass der das nicht macht und ja, mal sehen. Dann das letzte Essensprodukt. Danach kommen noch zwei P2-Produkte und dann sind wir auch fertig. Und zwar ist das natürlich eine von den Paletten. Ich meine, klar, das muss ich ausprobieren. Das geht gar nicht anders. Und zwar habe ich die All About Roses Eyeshadow Palette. So schaut die aus. Ich mache die mal auf, dann seht ihr das besser. Die hat wirklich sehr, sehr schöne Brauntöne. Einen sehr, sehr schönen dunklen, ich würde sagen, Violettton. Also ein sehr, sehr bäriges Violett. Und hier sind natürlich noch hellere Farben, einmal ein etwas kühlerer Ton und hier wärmere Töne. Ich finde, diese hellen Töne sehen sich schon sehr, sehr ähnlich. Deswegen, ja, keine Ahnung, wie sich das so auf dem Auge macht. Aber von der Pigmentierung her, ich habe die im Laden geswatcht, sind die ja der Hammer. Also deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt. Und dann zuletzt kommen noch zwei P2-Produkte. Und zwar sind das zwei neue Lidschattenfarben. Einmal aus der Color Up Eyeshadow-Reihe, die Nummer 260 Marsala Majesty wahrscheinlich. Und zwar sieht das so aus. Ich habe den gekauft. Ihr seht auch schon, ich habe schon mal reingepatscht und habe den schon ausprobiert. Ich finde, der hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Antiqued von MAC. Ich habe Antiqued auch. Er ist nicht genau ein Dupe dafür, aber er hat schon eine gewisse Ähnlichkeit. Und ich muss sagen, ich finde, P2 hat die besten Drogerie-Lidschatten. Meiner Meinung nach. Die sind wirklich ganz, ganz, ganz toll. Wahrscheinlich nicht alle. Es wird da auch ein paar schlechte geben, sage ich jetzt mal. Aber generell finde ich die P2 Lidschatten grandios. Deswegen, wenn ihr da noch keinen habt, guckt euch die im Laden an, swatcht die. Die sind buttrig weich, haben eine richtig tolle Pigmentierung, lassen sich gut verblenden. Die sind richtig, richtig toll. Und dann noch ein neuen, auch eine neue Farbe, von den Luminous Shine Eyeshadows in der Farbe 070 Sunset Glimmer. Und diese Farbe wiederum hat mich auch an einen MAC-Lidschatten erinnert. Und zwar ein bisschen an Cranberry. Den Cranberry-Lidschatten habe ich auch. Ich habe die aber noch nicht verglichen, die zwei. Deswegen kann ich da noch nicht so viel zu sagen. Aber er sieht schon sehr ähnlich aus. Eigentlich so eine Mischung ein bisschen zwischen Cranberry und Copper Ring. So ein kleines bisschen zumindest. Mal sehen, ob das auch der Fall ist.
So, das waren alle Produkte, die ich zuletzt so bei DM gekauft habe. Natürlich nicht alles auf einmal, das hat sich so nach und nach angesammelt. Sagt mir mal, ob ihr ein paar Produkte davon habt und wie ihr die findet. Eure Meinung interessiert mich immer. Und ja, ansonsten sagt mir, ob ich so eine DM-Haul-Review von diesem DM-Haul machen soll. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis nächstes Mal. Bye!